Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Rathaus 14, endlich habe ich es auch durchgespielt und ich habe natürlich auch ein paar kleinere Update-Infos für euch. Ihr seht das schon rechts unten in der Ecke. Der Kopf von dem, ja, eigentlich vermeintlichen Golem von gestern, aber ich weiß gar nicht, ob ihr nicht doch gestern noch was von mir gesehen habt oder nicht, denn auch beim Posten dieses Bilds, ich habe es ausnahmsweise mal auf allen Social-Media-Kanälen bei mir geteilt, das war zulässig, man hätte auch sein Profilbild austauschen können, aber ich habe mich dazu entschieden, das überall zu posten mit so einem Hm und mehr aber auch nicht, deswegen habe ich dann mein zweites Video doch irgendwo sterben lassen, weil es davon gehandelt hat, von dem kleinen 37-Sekunden-Video von Supercell von gestern und ihr seht die Folge ja jetzt auch ein bisschen eher, denn als Update-Info kann ich euch natürlich sagen, dass es heute ein Dev-Tracker-Video gibt, also ein Dev-League-Video oder ein Dev-Tracker-Video. Ich muss mal gerade gucken, ob das hier drin steht. Ich denke mal, es steht hier noch nicht drin. Nein, es steht hier noch nicht drin. Aber um 14 Uhr, ich verlinke euch das unter meinem Video, dort könnt ihr euch für die Premiere eintragen. Also es wird eine Premiere sein, also das Ganze ist dann so ein Livestream-Video. Also was erst quasi oder was als Video abspielt, aber live dokumentiert wird und das findet um 14 Uhr statt. Da könnt ihr euch dann auch schon mal den Wecker stellen, aber sind ja noch jetzt ja von hier aus gesehen 2 Stunden hin. Aber ja, Rathaus 14 endlich durchgespielt. Eigentlich, ihr seht, ich bin Max, keine außer Mauern. Ja, der meiste Spruch, den ihr hört bei Clash of Clans ist, ich bin Max außer Helden. Das ist meistens so im Rathaus 9 und 10 Bereich. Aber ich bin Max außer Mauern. Ich bin noch nicht ganz Max tatsächlich. Fehlen mir noch exakt 2 Sachen, nämlich eine Riesenbombe und eine normale Bombe. Und ich habe gedacht, ja klar, Toto, du haust noch meinen Sack. Ich hole mir hier die Rune. Auch das habe ich euch gestern zwar erzählt, aber das war in dem Video, was ich jetzt eigentlich nicht gebracht habe. Ich habe mir gedacht, ich hole doch noch die 4000 Punkte, glaube ich, rein. Ein Tag, 16 Stunden, müsste eigentlich drin sein, sodass ich den Hammer bekomme und auch den die Rune, sodass ich 2-mal reingreifen darf. Denn ich würde ganz gerne jetzt tatsächlich die letzten beiden Sachen bauen. Und zwar muss ich gerade mal schauen. Ich glaube, hier gab es eine Goldrune, ne? Oder hatte ich mir die schon abgeholt? Nein, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Okay, habe ich noch nicht gemacht. Das heißt also, ich kann noch einmal füllen. Ich will jetzt die Sachen auch alle mal ein bisschen nutzen. Da, ich meine, dafür sind die ja da. Kann sie also noch mal füllen. Und wir machen gleich einen Langläufer fertig. Das heißt also, ich starte erstmal die Riesenbombe an. Und die letzte Bombe, 6 Tage, 9 Stunden, so ein Wort zum Sonntag, muss ich sagen. Aber ich gucke da schon gar nicht mehr hin. Also zumindest nicht in den hohen Bereichen. Und jetzt habe ich natürlich keinen Bauarbeiter mehr frei, um vielleicht noch eine Mauer zu machen oder sowas. Das heißt also, den Minenwerfer hier machen wir fertig mit dem Hammer. Deswegen auch ich mache jetzt das fertig, was am längsten dauert, ist klar. Was kosten das an Gems? 1887, heftig, heftig. Und damit habe ich jetzt wieder einen Bauarbeiter frei und kann jetzt halt noch so die ein oder andere Mauer machen. Ihr seht das hier, ich bin halt so ein kleiner Mauermuffel geworden, muss ich sagen. Früher war ich das nicht, aber bei den Preisen hier bin ich das schon geworden. Wie viel müssen wir noch machen? Jetzt gibt es wirklich nur noch Mauern für mich zu klopfen. 234, okay. Die werden ganz klar überbewertet und ich habe auch ein ganz, ganz komisches Clanspiel angenommen. Ich soll nämlich Mauern zerstören, aber dafür gibt es 600 Punkte. Ich wollte jetzt auf jeden Fall die etwas höheren Sachen hier machen, die hier halt die mehr Punkte bringen. Und nehme dann einfach den Kampfholzwerfer, der macht mir dann genug Mauern eigentlich kaputt. Egal mit was für einer Armee ich hier jetzt am Start bin, das ist mir jetzt Latte. Es müssen nur ein paar mehr Mauern sein. Das hier sieht ganz gut aus. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus, okay. Denn hier haben wir ein paar Mauern. Jetzt müsste ich mal gucken, wenn ich den Launcher jetzt schicke, oder wie ich den Launcher eigentlich schicken könnte. Ich könnte den Launcher ja entgegen den setzen, ist wahrscheinlich doof. Machen wir das lieber so. Und hier muss ich jetzt mal eben einmal meine Queen nicht zünden. Nein, ich muss sie nicht zünden. Mal sehen, ob wir da... Oh, der hat aber jetzt echt nicht viele Mauern geschafft, ne? Mist. Ah, naja, das ist doof. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Da muss ich wahrscheinlich gleich nur mal eine Armee mit nur Supermauerbrechern nehmen. Ich glaube, so ist es am geschicktesten. Und 1, 2, 3. Mal sehen, ob die Queen da nicht noch an den Adler kommt. Das sieht aber noch mal ganz gut aus. Adler ist schon mal weg. Perfekt. Und hier hinten geht es eigentlich auch ganz gut weiter. Nur da geht es jetzt im Moment gerade nicht weiter. Okay, dann machen wir das hier eben mal weg. Dann brauchen das meine anderen Truppen nicht machen. Und wo ist meine Queen? Die läuft noch da rum. Okay, kann sie auch ruhig. Bringen wir nochmal in Wut. Und ich habe jetzt noch den Warden. Den muss ich jetzt auch mal umstellen. So, dann können die das da nämlich machen. Und jetzt müssten eigentlich, ja, die gehen jetzt ganz klar nach dahin. Da muss ich jetzt nur ein bisschen schneller sein. So. Und einmal hier den Wut geworfen haben. Und den nehmen wir auch noch mit. Und dann bringen wir die einmal hier in... Oh, ich glaube, ich habe die alle sterben lassen, wa? Alter, ich habe die alle sterben lassen, oder? Ah, nee, doch nicht. Ich hab sie nicht sterben lassen. Alles klar. Ich habe sie nicht sterben lassen. Und, allerdings der Single hier, der macht mir hier ein bisschen zu schaffen. Was ist das da? Das sind Skelette. Okay. Mal sehen. Schnell die Queen mal zünden, dass der Scattershot da noch weggeht. Das ist auch so. Ich habe noch... Oh, mein anderer Held ist auch schon weg. Aber noch gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt echt doch wenig. Ich glaube, wir haben doch ein bisschen zu wenig Mauern geschafft gerade. Schade eigentlich. Ich hatte gedacht, das wären jetzt ein bisschen mehr. Da muss ich gleich wahrscheinlich nur Mauerbrecher nehmen. Und vielleicht den Mauervernichter noch mit dazu nehmen. Dann wird das wahrscheinlich etwas besser gehen, dass wir hier etwas mehr Mauern bekommen. So, die eine Kanone da noch wegmachen. Jawohl, auch sieht doch ganz gut aus, ne? Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Da hinten räumt der Warden so ein bisschen auf. Perfekt, mit Oily. Sehr schick. Und 20 Sekunden, das kann dann höchstens jetzt ein Timefail werden. Ach komm, geh doch zurück. Warden, da ist noch ein Lager. In deinem Rücken. Do it. Oh nein, er geht mit der Queen mit. Naja, gut. Ah ne, jetzt geht er wieder zurück, aber ich glaube 2 Sekunden, 1 Sekunde. Das haben wir nicht ganz geschafft. Aber ist nicht so schlimm. 98% besser als nicht. Oh, 12, okay. Das ist definitiv zu wenig, Leute. 12 ist definitiv zu wenig. Wir nehmen gleich den Mauer. Wir nehmen gleich den Mauervernichter. Ich glaube, der ist an der Stelle ein bisschen sinniger. Und fragen wir eben nochmal an. Und jetzt haben wir... eine Liga hatten wir sowieso. Ach so, ja doch. Oh, danke. Danke, das ging aber fix. Ach, Mensch. Aber immerhin wieder ein bisschen was reingefarmt. Und der will doch bestimmt auch was haben. Oh, das... Okay, 5 Mauerbrecher. Na, die habe ich jetzt mal gerade nicht. Da müsste ich jetzt mal auf einen anderen Account gucken, ob ich die da habe. Mache ich auch gerade mal beim Avatar. Mal sehen, ob ich die da habe. Naja, wie gesagt, unten rechts das kleine Bildchen, der Golemkopf da, oder der vermeintliche Golemkopf, ich weiß ja noch gar nicht, was es ist. Den sollten wir gestern nicht zeigen, tatsächlich. Hier habe ich auch keine normalen Mauerbrecher, aber hier kann ich welche bauen. Machen wir mal die Loons eben weg. 1, 2, 3, 4, 5. Und deswegen habe ich, deswegen habe ich da nichts weiter zugesagt. Jetzt habe ich da einen Mauerbrecher mehr. Okay. Ich glaube, hier mit dem Avatar mache ich die 1000 Punkte voll, dass ich hier den Pass noch einigermaßen vollgespielt kriege. Aber ich glaube, so 1, 2, 3 Angriffe, dann habe ich hier auch den Pass voll, auch mit diesem Account hier. Und die Schübe sind mir jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Hier habe ich auch, hier habe ich ein bisschen was gemacht. Auf dem anderen Account habe ich doch wesentlich mehr diese Saison gefarmt. Aber irgendwas stimmt hier sowieso nicht in dieser Saison. Also nicht in dieser Saison, sondern hier stimmt irgendwas an dem Ranking teilweise nicht, glaube ich. Beste Spieler in Global, der hat 5498. Vielleicht passt es jetzt wieder. Und in Lokal.de, ja, jetzt passt es wieder. Der hat 5442, ist auf jeden Fall weniger. Heute Mittag war das irgendwie andersrum, muss ich sagen. Wie viel hat denn eigentlich hier... Der Boom hat 5439. Mit 439 müsste er irgendwo hier sein. Also wieder auf dem... Ja, er ist auf jeden Fall
wieder auf dem Weg nach oben. Aber heute Mittag hat das hier nicht gepasst. Da hatten hier die globalen Spieler weniger Pokale als die lokalen DE-Spieler. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil sonst dann wären eigentlich die lokalen DE-Spieler in diesem Ranking hier vorne gewesen. War aber nicht so. Also jetzt stimmt es aber wieder. Also es hat sich wieder erholt. Aber vielleicht hat der ein oder andere, ist das vielleicht auch aufgefallen, dass da was nicht gestimmt hat und dass dort, wie gesagt, die Pokale irgendwie nicht wirklich gepasst haben. Also beziehungsweise dass die Sortierung hat nicht wirklich gepasst. Da hat er einen Mauerbrecher gekriegt, toll. So ist das ja immer, ne? So ist das immer. Du baust und plötzlich kommt jemand anders online und spendet dir. Wir sind übrigens nur 9-14er für die nächste CWL, das reicht uns, aber danach die CWL, da möchte ich bitte hier 14-14er haben oder wenn ich sogar 15-14er haben. Also uns fehlen noch ein paar. Ich kann hier auch ein paar entlassen. Also lasst euch auch davon nicht täuschen, dass wir jetzt 49 sind. Auf einen warte ich ja noch, der wieder zurückkommt. Also das ist auf jeden Fall ein 14er. Und deswegen bin ich dort zuversichtlich, dass das noch irgendwie klappen wird, beziehungsweise dass wir dann in der nächsten Saison, das ist dann ja schon im Juni, wieder Richtung Meister 2 spielen können. Wie gesagt, das habe ich heute einfach mal durchgezählt. Das ist ja jetzt, hier kann man ja jetzt wieder ganz einfach durchzählen. Einmal auf höchste Rathauslevel gestellt, dann seht ihr oben die 14er und wir sind halt nur 9 Stück. Und wenn ich nach unten gucke bis zur Nummer 15, da haben wir sogar noch einen 12er. Eigentlich ist nicht passend, aber mir wurde gesagt, ich kann hier ruhig ein paar kicken. So ein paar Twinks kicken, die ich dann rausnehmen kann. Warte, höchster EP-Level, Meister Trophäen, so ist es. Und dann würde ich ganz gerne, wie gesagt, die Liga sind auch nur noch 5 Tage hin. Ich wollte es jetzt schon mal ansprechen. Und da ist ja die Clankriegsliga. Es kommen dann immer noch so ein paar schöne Spiele vorweg. Seht ihr, Witzelig und Funkeln, Volltreffer, brennende Wut. Und der Ein-Juwel Heldenschub, was der auch immer sein soll. Keine Ahnung, was sich Supercell da immer mit denkt. Aber wie gesagt, nochmal als Update-Info unten verlinkt zum Livestream, der dann kommt. Also heute, wie gesagt, dieses Video bringe ich dann heute um 12 Uhr für euch, dass ihr noch ausreichend Zeit habt, euch dort für die Premiere anzumelden. Also ich werde sie dann auch schauen und wird sicherlich eine coole Sache sein und vielleicht wird dort das Geheimnis dieses komischen Kopfes hier unten rechts gelüftet, weil wir durften gestern da einfach mal nichts zu sagen. Es hieß, ihr könnt dieses Bild posten, aber bitte keine Diskussion, keine Videos, nichts. Ja, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe es einfach so im Bild stehen lassen und ich heiße ja eigentlich überall tatsächlich Toto Clashed, außer auf Instagram, da findet ihr mich unter 19toto66. Da war mein Name irgendwie schon vergeben, aber ich habe jetzt auch seit Jahren kein Foto mehr hochgeladen auf Instagram. Seit Jahren nicht, aber so 2 pro Jahr, glaube ich, schaffe ich da. Ich musste da auch schon wieder Hilfe haben, weil ich es wieder nicht gerallt habe. Ich bin halt nicht so ein Social Media Freak wie viele, viele andere aus der Szene hier von Clash of Clans, die da viel, ich meine, letztendlich ist es nur Learning by Doing, muss man auch ganz, ganz klar dazu sagen, denn wenn du täglich mit diesem Medium umgehst, also mit TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dann bist du dem auch, sage ich mal, dann kommt man da auch rein, egal wie bewandert man jetzt ist oder auch nicht. Und wenn du aber dort so gut wie gar nichts tust oder so wie ich, so ziemlich nichts tue, ich meine Videos werden immer gepublished, ja, auf YouTube und auf Facebook und auf Twitter, das kriege ich noch hin, das kann ich so in diesem, oh, Cheater, in diesem, Cheater-Base, in diesem Teilungsmodus machen im Video, aber alles andere ist für mich nicht wirklich machbar. Und, boah, das ist aber eine große Base, eieiei, da sind die Mauern aber auch so weit weg, ne? Ja, das ist aber eine große Base. Mhm. Tja. Die ist mir auch wirklich zu groß, Donnerwetter. Ich brauche ein bisschen was Kleines, Kompaktes. Wo die Mauern auch so hintereinander sind. So eine wie diese hier. Hier haben wir sogar Doppelmauer. Okay. Das heißt also, wir starten hier hinten mal auf der Seite, wo ich eigentlich ganz ungern starte. Mit unserem Queen Walk oder Charge. Ihr seht, ich bin immer so ein bisschen am Wechseln. Das solltet ihr auch tun. Mal eine Armee mit Luft, mal eine Armee mit Boden. Und so könnt ihr euch ja auch so ein bisschen hier nach Clash of Clans, sage ich mal, reinarbeiten.
Und jetzt muss ich mal gucken. Ja, booten muss ich noch nicht. Aber gleich vielleicht lass mal eben das Ding hier wegmachen. Das Lagerchen wegmachen. Und mal sehen, ob wir hier noch was hinter einer Mauer haben. Oh, der Mauerbrecher läuft gut. Oh, doch nicht. Hätte ja sein können, dass er besser läuft. So, die mache ich eben mal unsichtbar. Dann habe ich das jetzt schon mal hinter mir. Noch einen Wut drauf. Und wir hatten gesagt, wir nehmen den hier mit. Und zwar von da. So, einmal, zweimal. Ein Ballon noch mit rein. Auch nicht schlecht. Das Ding hier auch mitgesetzt. Oh, 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 oh. Queen, bleib dran hier. Okay, jetzt ist meine Queen ist in jedem Fall dran geblieben. Aber meine Mauerbrecher werden jetzt nicht mehr so gut laufen. Oh, das war's für meine Queen. Okay, das war's für meine Queen. Meine Heiler könnte ich jetzt noch kurz mal behalten, dass ich das hier wegbekomme. Und den stelle ich wieder dahin. Passt so. So, hier haben wir noch einen Mauerbrecher. Perfekt. Und zwei Lager nochmal vielleicht weggemacht dort. Und dann können wir eigentlich mit unseren Lalo-Part hier starten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, zack, zack. Und können die Meute hier vielleicht reindrücken. Mal gucken. Ich habe noch zwei von denen. Alles klar. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe noch zwei von denen. Acht noch von da. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, die fliegen aber schlecht. Uiuiuiui. Und die werden wieder alle weggebratzelt. Okay. Das ist aber nicht so schlimm. 1, 2, 3. Nehmen wir noch mit. Und mal sehen, ob wir hier nicht noch ein bisschen Loot mitnehmen. Für uns. Zack, zack. Zack, zack. Oh, es kann sein, dass wir, lassen wir vielleicht echt nur das Rathaus wahrscheinlich wieder stehen, ne? Ah, nicht ganz. Ein paar andere Sachen lassen wir auch noch stehen, alles klar. Und, na, ist aber nicht so schlimm. Wir haben das Rathaus mal wieder nicht gekriegt. Wieder nur ein Einsterner. Ja, mit der Armee muss ich irgendwie hart üben. Aber es ging mir jetzt um die Mauern. Mal sehen, wie viel wir gemacht haben. Die haben wir ja schon ein bisschen mehr aufgemacht. Aber die Doppelmauer haben wir auch nicht erreicht. Oh, ich bin auch ein Honk. Mann, Mann, Mann. Und dabei wollte ich euch, will ich es doch durchspielen hier. Naja, ein bisschen haben wir noch bekommen. Ein wenig Loot, ein paar Pokale. Und wie viele Mauern? Ah, doch, das waren schon ein bisschen mehr. Ja, das waren in jedem Fall ein bisschen mehr. Perfekt. Nehmen wir den mal nach da. Den müssen wir gleich ein bisschen schützen, glaube ich. Den müssen wir gleich ein bisschen schützen. Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall durch. Ich muss nur noch Mauer machen, Leute. Also 234 Stück. Es werden harte, harte Wochen für mich. Vor allen Dingen, wenn denn noch ein Update davor kommt, wo ich hoffe nicht der Mauernlevel angehoben wird. Dann breche ich hier zusammen, muss ich sagen. Aber letztendlich ist es eigentlich auch schnell reingefarmt. Denn mit den Schleichkobolden bist du in jedem Fall... Hast du relativ schnell die Mauern reingefahren? Ich meine, rechnen wir mal eben aus. Warte mal, ich muss mal mein iPhone Siri rechne mal was für mich aus. Siri rechnet jetzt gerade gar nicht für mich. Ich weiß gar nicht, wo dieses Zeug hier immer ist. Ich glaube, unter Dienstprogramme, da gibt es einen Rechner. Dann rechnen wir mal eben 5,6 Millionen mal 200, was haben wir gesagt? 34, alles klar. okay, 131 Millionen 40.000. Auch nicht schlecht. Ja, danke. Ja, danke. Alles klar. Also wissen wir Bescheid. 131 Millionen noch eben mal reinfarmen. Also easy peasy gemacht hier und ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, ob zum Midclash kommt, das weiß ich noch nicht, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen und dann sehen wir uns aber in weiteren Folgen und ich würde sagen, bis dahin, Dankeschön für die Aufmerksamkeit, euer Toto, Clashed.